Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. Jawohl, die sind beides Zweiergrundschüler. Sehr gut. Du brauchst Spaß. Du kannst aber erstmal die Hausaufgaben machen. Die sind auch wichtig. Du hast Hunger und willst baden. Hör mal auf, in der Toilette zu spielen. Da hat schon wieder irgendjemand Müll platziert. So, du holst dir was zu essen, das ist gut. Wo hast du denn das bescheuerte Kind schon wieder gelassen? Meine Fresse, bade es! Du blöde Zicke, du! Du bist doch echt eine blöde Kuh. Bade dieses bescheuerte Kind! Mann! Wie kann ein einzelner Sim so bescheuert sein? Machst du das jetzt endlich? Das kann doch nicht so schwer sein, hier das Kind zu baden. Meine Herren. Oder meine Damen in dem Fall. Halleluja. Halleluja. So. Du kannst auch deine Hausaufgaben machen. Dringend nötig. Und danach darfst du hier gerade mal noch aufräumen. Was machst du? Ja, rede mit ihr, das ist okay. Die Angebotsdauer für den ist abgelaufen. Okay, da muss sie den nochmal anbieten. Mondgöttinnenarmband. Das haben wir ja gar nicht aufgeladen. So. Verbleibende Ladung 10 Stunden. Das ist aufgeladen, ne? Dann kann sie das mal anziehen. Mit allen Outfits tragen. Vorher gehen wir aber aufs Klo. Vorher gehen wir aufs Klo. Und dann machen wir hier mit allen Outfits tragen. So, wir wollen ja schließlich nicht, dass sie dahin pieselt, ne? Du bist am Hausaufgaben machen, du brauchst noch Spaß und ein bisschen Hunger. Hausaufgaben fertig, sehr gut. Dann kannst du hier vielleicht mal experimentieren. Das macht den meistens eigentlich Spaß. Meistens haben sie Spaß dran. So, was haben wir hier noch? Atemlos schöner Ring. Und hier haben wir Mondgöttinnenring. Den können wir mal entfernen. Dann kann ich den nämlich auf Plopsi anbieten. Kann ich auch so. Sehr gut, und dann ist sie müde, ne? Die ist müde. Dann würde ich sagen, heb die mal auf. Wirf das weg und dann kannst du schlafen gehen. Du bist noch am Aufräumen. Du bräuchtest auch Spaß. Ja, du holst dir schon Spaß, das passt. Bei dir wächst der Spaß, das ist gut. Sie experimentiert gerne. Ah, du bist auf dem Töpfchen, das ist gut. Du musst... Ah, du bist auch, sehr gut. Du... musst nicht, okay. Hat die Logikfähigkeit erworben. Level 2 der Mentalfähigkeit erreicht, auch gut. Bin mal gespannt, wann die Entbindung ist. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Deroy. Geh mal schlafen, meine Liebe.
Okay, du hast da richtig einen reingedrückt. Das ist gut. Du kannst schlafen gehen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, alles noch grün. Du müsstest aufs Klo, aber du kriegst Hunger. Dann würde ich sagen, isst du mal was. Öffnen, Festmahl essen. Das müsstest du vielleicht auch noch tun, ne? Ignoriert die Tradition, ne? Wir rufen da an. Heimer, ich bin Stefan. Nein, danke. Keine Verabredung. Das kannst du mal stoppen. Du müsstest aufs Klo. Aber du machst gerade noch das Spiel hier fertig. Level 2 der Fantasiefähigkeit erreicht. Sehr gut. Und du willst aufs Klo. Das weiß ich. Verwenden. Und dann brauchst du auch Energie. Dann kannst du dich mal schlafen legen. Wie sieht's bei dir aus? Du hast Hunger. Könntest dich dann auch schlafen legen. Aber erstmal essen, wann haben. Dann bist eigentlich nur noch du, ne? Du kannst dich auch schlafen legen. So. Du anschließend gleich noch, aber erst musst du den Teller wegräumen. Vorher wird nicht geschlafen, ne? Vorher machen wir das nicht. Oh, sie hat es auch. Oh, dann soll sie auch gerade noch mal öffnen, ein Gericht nehmen. Steh mal gerade auf. Du kannst das hier noch aufräumen. Hat einen lockeren Zahn. Petra, das ist Paula. Paula kann dann den lockeren Zahn gleich noch rausziehen. So ich hier denn sie anklicken kann. Jetzt soll Petra erstmal schlafen gehen. Petra schlafen. Paula essen. Und dann lockeren Zahn rausziehen. Ah, vielleicht nicht gerade während des Essens. Aber gut, hat ihren lockeren Zahn verloren, ja. Weil wenn das abgehakt ist, ist das natürlich gut, weil dann sind die zumindest glücklich über das Winterfest. Ha, wobei. Oh, Väterchen Frost ist da. Ah, so. Vorstellen, Moment. Respektvoll vorstellen. Nach Geschenk fragen. Stellst du dich jetzt vor? Gesellschaft genießen. Wo willst denn du doofe Nuss jetzt hin? Du sollst hier mit ihm reden. Clemens plaudern. Hatte ich das gar nicht eingestellt? Hatte ich sie vorher falsch angeklickt? Oder hatte ich das bei ihr angeklickt? Oh, sie hat wieder einen Bademantel oder Badetuch an. Vielleicht nicht ganz die ideale Kleidung. Über Winterfest singen. Winterfestaufregung teilen. Winterfestaufregung teilen. Singen nochmal. Beschweren, Winterfestgeschenk geben, ne? Bekommen wäre schöner. Nein, geben will ich nicht. So, über Winterfest beschweren. Nee. Level 3 der Sozialfähigkeit erreicht. Ja. Tag verschönern.
Sing noch mal. Nach Geschenkfragen geht doch meistens nach einer Weile, oder? Nach Tagfragen. Sing du mal noch. Wen haben eingesetzt? Oh, okay. Dann geht's auf ins Krankenhaus. Mehr Auswahl. Baby im Krankenhaus bekommen. Wir gehen natürlich mit. Alleine. Clemens ist da, der kann sich um die anderen Kinder kümmern. Das passt. Ja, schön. Mal gucken, was kommt, ne? Panja ist der zweite Name. Und Kuh, also Ob, M-N-L-O-P, Quatsch, L-M-N-O-P, Q-R, also mit R. Mit R haben wir. Ein Empfang anmelden. Also Renate, Roland, Ronald, was auch immer. So, ein Platz da. Ich muss vor. Ich krieg hier Kinder. Gucken wir mal. Mit R ist deutlich einfacher als mit Q. Definitiv. Und Panja ist der zweite Name. Er würde gerne die Füße hochlegen. Das ist schön für dich. Mach aber lieber deinen Job. Du musst aufs Klo, meine Liebe, ne? Gehen wir gerade vorher noch. Gehst du noch? Na, vielleicht auch nicht. Dann wird es halt ein bisschen nass auf dem Entbindungstisch. Was machst du jetzt? Ah ja, du gehst. Gut. Dann Stiefel mal zum Entbindungstisch. Mit voller Blase. Wobei, jetzt ist es dann. Jetzt ist er dann überall grün. In dem Zustand. Also nicht, dass sie da mal einschläft oder so. Sieht aber natürlich wieder anders aus, wenn sie dann zu Hause ist. Ja, hier. Mit der Rente ist in Sims auch nicht so gut gestellt. Also Ärzte müssen selbst nach dem Tod noch weiterarbeiten. Ah, wir haben ein Was haben wir denn? Junge Mädchen. Ein Junge, dann nennen wir dich Rainer. Rainer Panja. Und noch ein Junge, du bist dann der René Panja. Zwillinge, okay. Schade, ich hatte auf Drillinge gehofft. Haben wir wieder zwei Jungs. So, Rainer und René. Oh, der ist doch süß. Der ist doch süß. So, auf nach Hause. Du auch. Auf nach Hause. So, dann bin ich ja mal gespannt. Rainer und René, da müssen wir die jetzt irgendwo gleich zusammensammeln, fürchte ich. So, du hast Hunger. Mehr Auswahl. Gönn dir mal ein Stück Kuchen. Nein, nein, aufhören. Nicht in Lunchpaket stecken. Du sollst den essen. Stück nehmen, so.
So, 0 Uhr, das heißt, die Kiddies hier können mal schlafen gehen. Die zwei auch. So, und du gehst auch schlafen. Sehr gut. Du dann gleich auch, wenn du gegessen hast. Räumst du den auch noch auf, wenn du schon dabei bist? Ist die sauber? Sauber, aber klatschnass. Okay. Dann darfst du sie gerade noch aufhängen. Ach so, dann müssen wir die zwei Kiddies zusammensammeln, ne? Da sind die. Da haben sie ja nun definitiv nichts verloren. Was ist das für eine Wiege? Ich glaube, dass der Rainer ist auch wieder kein reines Menschen- oder Sim-Kind, sondern das auch, weiß nicht, ist das Magier, glaube ich nicht, aber vielleicht Werwolf oder irgendwas mit drin. Wieso liest du? Du kannst schlafen gehen. Gönn dir Schlaf, solange du schlafen kannst. So, du bist müde. Du müsstest aber bald aufs Klo. Aber gut, hat noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit hat das noch. Ja, ist eh schon wieder vorbei mit. Steh mal auf. Und dann können wir dich mal aufs Klo schicken. Töpfchen gehen. Winterfest war grauenhaft, ja. So. Rainer und René. Ich bin mal gespannt, was er hier noch ist. Sie ist ja Magierin. Sie ist normaler Sim. Ich glaube, bei denen ist auch noch irgendwas anderes mit dabei. Bin mir jetzt gerade aber nicht ganz sicher. Man sieht es meistens halt schon an den Wiegen, aber ich erkenne jetzt nicht, wo die dazugehört tatsächlich. Wenn du das willst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Dir ist ein Licht aufgegangen, okay. Da ist ein Baby. Ja, wie konnte das denn passieren? Lässt es einfach mal schreien. Kann man ja mal tun, ne? Füttern, stillen. Man kann es ja einfach mal schreien lassen, ne? Du bist nicht Mutter des Jahres, Mareike. Das muss man ganz klar sagen. Du bist nicht Mutter des Jahres. So, du müsstest mal noch baden. Irgendwann, aber du könntest auch noch aufs Töpfchen gehen. Ist vielleicht auch nicht so doof. So, auch du müsstest noch baden. Dann könntest du sie gerade mal um ein Bad bitten. Hilfe, Bad bitte. Neues Geschwisterkind treffen. Okay. Ich hoffe, sie sind dir genehm. Ja, scheint wohlgesonnen zu sein. Passt. Manchmal sind sie am Heulen, wenn sie die neuen Geschwister sehen. Sind sie dann gar nicht glücklich drüber? Du willst auch Geschwisterkinder treffen. Okay. So, sehr gut. Badet. Dann könntest du das gleich auch noch machen. Dann bist du nämlich auch wieder sauber. Miete erhalten. 1540 Simoleons Miete eingenommen. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal sehr gut.
So, die sind ruhig. Da planscht es, dort hinten strullert es. Aber auch bald fertig. Ja, und damit beenden wir, würde ich sagen, die heutige Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal. What is that? Banana new boo.